Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen hier heute aus Düsseldorf. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich begeistert. Ihr habt gerade schon so ein paar Eindrücke bekommen von dem Merchandise Store. Und ja, hier sind wir erst am Beginn der Ausstellung. Hier hinter mir steht ein Riesenhulk. Und was uns darin alles erwartet, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich weiß im Groben nur, es geht um Superhelden, also sprich Marvel, DC. Aber wir haben dann sowas auch wie Sailor Moon so ein bisschen mit dabei. Also viele Superhelden aus der Kindheit für den einen oder anderen. Needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing. Wahnsinn, ne? Ihr seht hier schon ein lebensgroßes Batmobil. Ja, und im Hintergrund sind dann so Ausschnitte aus verschiedenen Filmen zu sehen. Ja, und diese Halle hier ist eigentlich ein absoluter Traum gerade für Superheldenfans. Ja, auch dementsprechend hier liebevoll dekoriert. Ja, und wir wollen uns einmal mal den Rest der Halle so ein bisschen anschauen. Ja, hier haben wir jetzt eine Vitrine mit verschiedenen Superman-Figuren. Ja, und für mich als Superman-Fan natürlich ein ziemliches Highlight. Ich dachte, ich nehme euch mal mit und wir schauen uns mal hier in Ruhe die verschiedenen Figuren an. Da ist ja wirklich alles mit dabei, von Actionfiguren bis zu Statuen. Und das Ganze halt hier aus verschiedenen Zeitepochen dann nochmal. Ja, es ist schon richtig klasse. Auch hier nochmal so ein klassischer Superman in Anführungszeichen. Ja, gefällt mir schon extrem gut. Ja, oder hier auch dieses Diorama hier in der Mitte, ja, mit Supergirl unter anderem. Oder hier nochmal. Also ist schon wirklich klasse, was man hier so ausgestellt hat. Ich muss sagen, so eine Vitrine zu Hause, ja, das wäre auch so ein kleiner Traum, oder? Was ich auch schön finde, ist, dass man sich, wenn es schon um Superhelden geht, auch auf die Comics hier nochmal konzentriert hat und hier von Superman auch nochmal einiges ausgestellt hat. Da ist wirklich eine klasse Auswahl mit dabei. Auch so einige Sachen, die ich noch nicht kannte. Und ja, man hat das Ganze hier quasi weiter abgerundet. Also es ist wirklich so ein kleiner themenbasierter Bereich hier an der Wand. Hier haben wir dann nochmal ein Supergirl-Originalkostüm, wie man hier auch immer an der Seite nochmal sehen kann. Das Ganze hier von Helen Slater aus dem Film von 1984. Ja, also ich bin absolut begeistert, Leute. Ja, im nächsten Raum haben wir dann einige Zeichnungen von verschiedenen Superheldenfiguren. Ja, und hier ist dann auch nochmal, finde ich, ein ganz nettes Gimmick, nochmal ein kleines Einschlagloch. Ja, und wenn wir hier mal auf die andere Seite schauen, ja, ihr ahnt es vielleicht schon, ja, man sieht ihn nicht, aber da stand tatsächlich der Hulk. Der kommende Raum hat mich wirklich komplett umgehauen. Ja, ihr wisst ja, ich sammle gerne Figuren und Statuen, auch unter anderem von Sideshow. Aber ja, schaut euch mal an, wie weit das Ganze hier tatsächlich durchgeht. Das ist schon der Wahnsinn. Also ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber ich würde sagen, wir laufen jetzt hier einfach mal ein bisschen durch und schauen uns mal hier so ein bisschen das ein oder andere an. Und ja, die Wonder Woman zum Beispiel, die kennt ihr ja schon. Die steht ja auch unter anderem bei mir zu Hause. Aber hier ist wirklich so viel, auch so vieles, was man gar nicht mehr wirklich kriegt. Ja, schon wirklich richtig, richtig klasse. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal hier einmal komplett durch. Wir laufen jetzt hier mal zusammen so ein bisschen lang. Wahnsinn. So, also vor mir sind dann auch noch ein paar Schlangen. Deswegen kann ich jetzt hier auch nur relativ langsam hier durchlaufen. Aber wenn man mal schaut, hier zum Beispiel... Ja, auch die ganzen Details. Ja, wirklich Wahnsinn. Ja, und hier haben wir dann auch nochmal eine Statue zu Venom. Finde ich ganz gut, wo man dann auch ein bisschen den Eddie Brock hier auch nochmal erkennen kann in dem Fall. Ja.
Und was mich hier auch wirklich begeistert, ist so die Auswahl, die man dann halt wirklich an verschiedenen Statuen hier auch hingestellt hat. Man hat sich halt wirklich nicht nur auf DC bezogen, auf Superman nur konzentriert oder auf Batman, sondern man hat hier halt wirklich viele verschiedene Superhelden in dem Fall. Ja, und hier auch etwas, wofür man erstmal Platz bräuchte zu Hause, nämlich Dr. Doom hier in seinem Thron in dem Fall. Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich glaube, ich kann hier wirklich ganz klar sagen, dass ich glaube ich noch nie eine Ausstellung besucht habe, wo ihr so viele Statuen auf einmal zu sehen bekommt. Und hier auch nochmal Loki, den ich hier auch wirklich sehr, sehr interessant finde, hier mit diesen ganzen kleinen Figuren auf dem Spielbrett. Ist auch wirklich sehr, sehr schön gemacht in dem Fall. Ja, dann haben wir hier auch nochmal einen Superman, den ich mir fast gekauft hätte, aber ich habe mich dann doch für die Christopher Reeve Version entschieden, weil ich mit der letztendlich einfach auch groß geworden bin. Und Christopher Reeve ist für mich einfach auch irgendwo Superman. Aber Leute, hier ist so viel. Also das ist halt wirklich nur die unterste Reihe, ihr seht schon. Es gibt natürlich dann auch zwei Reihen. So, ich versuche es in dem Gedränge jetzt hier mal so gut wie möglich für euch einzufangen. Aber es ist wirklich eine Statue schöner wie die nächste. Ja. Boah, oder hier. Sandman in dem Fall. Also Wahnsinn. Auch eine richtig schöne Base. Auch schön, wie man hier die Arme gestaltet hat in dem Fall. Ja, dann passend zum aktuellen Deadpool-Film haben wir dann hier noch Lady Deadpool. Oh, und jetzt kommt hier wirklich ein recht großes Highlight in dem Fall. Hier haben wir nochmal ein Magneto. Ja, mit einem Diorama. Das ist schon, boah, Wahnsinn. Also ihr merkt schon, ich benutze hier sehr oft das Wort vielleicht Wahnsinn und Klasse, aber ich bin hier auch wirklich mehr als begeistert. Also was anderes kann man hier wirklich schon fast gar nicht zu sagen. Auch hier diese Harley Quinn hier aus Suicide Squad. Die kenne ich auch. Die hat dann hier auch nochmal diesen Kaugummi-Effekt und dann hier auch nochmal einen Wechselkopf mit dabei. Ja, und ich muss euch ganz ehrlich fragen, wann sieht man so oft schon Statuen in dem Fall? Ja, also so viel Platz haben, glaube ich, die wenigsten zu Hause auch. Ja, eine Statue schöner wie die nächste. So, wir haben es fast geschafft. Oh, das ist auch mal, es ist für mich auch mal wirklich ganz schön zu sehen, ja, die verschiedenen Statuen mal live zu sehen, weil man kriegt ja immer nur sehr viel verschiedene Meinungen von Sammlern, die das Ganze sich zu Hause hingestellt haben. Ja, zum Beispiel auch hier diese Henry Cavill-Version auf Man of Steel, die ist nicht so beliebt, weil man sagt, hey, das Gesicht ist nicht so schön geworden. Wenn man das Ganze mal live sieht, ja, dann kann man das Ganze auf jeden Fall auch ein bisschen besser nachvollziehen. Aber was hier teilweise wirklich abgeliefert wird, was halt die Base betrifft, wenn man das überhaupt noch so nennen kann, ja, ihr seht es selbst, ne? Wahnsinn. Oh, auch sehr schön. Hier mal ein Carnage in dem Fall. Ja, da ist vieles nicht mehr zu bekommen. Oder wenn, dann meistens auf jeden Fall sehr, sehr teuer. So. Oh, Kraven hier. Mit einem Löwen dann nochmal mit dabei. Ja, und dann sind wir hier auch schon quasi am Ende. Ja, und hier auch ein richtig schönes Diorama von Spider-Man. So, wir schauen nochmal zurück. Ja, ihr seht schon, ne? Das ist nicht der kürzeste Gang. Und ja, ich werde euch jetzt nochmal ein paar Einblendungen von der oberen Reihe machen. Und dann gehen wir auf jeden Fall gleich weiter.
hier am Ende des Gangs diese Harley Quinn hier gesehen, habe gedacht, mal schauen, was uns darin erwartet. Ja, und ihr glaubt es einfach nicht, stehen einfach nochmal jede Menge Figuren. Und da ist auf jeden Fall auch Liebe zum Detail mit bei, weil wir haben hier tatsächlich auch nochmal eine Figur, die hier einfach mal so ein bisschen am Käfig hängt. Finde ich auf jeden Fall auch sehr schön. Und dann seht ihr hier schon, ne, das Meer an Figuren hier im Käfig. Also das ist schon wirklich, ja, ich sage es sehr oft, aber es ist hier der Wahnsinn. Um die Ecke gibt es dann hier den nächsten Raum und hier sehen wir schon direkt ein Batman-Logo. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. So, und dann haben wir hier direkt mal eine Heath Ledger-Figur als Joker. Und was mich hier wirklich fasziniert, ist halt so diese Liebe zum Detail. Ne? Wir haben dann hier im Hintergrund Why So Serious, ne? Kennt man natürlich aus The Dark Knight. Why So Serious? Und dann schauen wir uns doch mal den Rest des Raums so ein bisschen an. Ich weiß gar nicht, was euer Lieblings-Batman-Logo ist, aber meins ist tatsächlich so, ja, dieses Neil Adams-Logo. Ich mag halt auch wirklich die Figur mit dem gelben Logo in dem Fall. Und dann hier auch nochmal jede Menge Zeichnungen, also ja, Wahnsinn. Auch dann hier nochmal eine Vitrine mit verschiedenen Comic-Heften in dem Fall. Und ich finde es auch wirklich schön, ne, dass hier das Thema Comic hier auch wirklich absolut mit im Vordergrund steht bisher. Ja, sei es dann in verschiedenen Vitrinen oder zum Beispiel halt dann auch nochmal an den Wänden. Ja, und wo eine Joker-Figur ist, da darf natürlich eine Batman-Figur nicht fehlen. Und dann haben wir hier auch nochmal die passende Batman-Statue. Übrigens verschiedene Batman-Versionen. Wir haben jetzt hier auch nochmal eine Vitrine mit ganz vielen verschiedenen Batman-Figuren. Aber auch natürlich verschiedene Versionen des Jokers. Und ja, hier auch nochmal eine aus der Animated Series, glaube ich. Ja, und dann auch hier nochmal richtig nette Dioramas. Ja, hier sind so viele Details, allein so an den Wänden. Es ist eigentlich völlig unmöglich, euch da wirklich alles zu zeigen. Aber hier, das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal mitgenommen haben. Ja, hier sind nochmal so verschiedene Bettmobilwagen. Bettmobilwagen, sagt man das so? Ich glaube nicht, ne? So. Auch interessant hier. Ein halber Sportwagen aus Batman 311. Ja, und hier, das kennt man natürlich auch, ne? Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir einmal weiter. Ja, hier sorgt auf jeden Fall echt jeder Raum für Begeisterung bei mir. Ja, hier sind dann nochmal verschiedene Sachen, die ihr aus den Filmen kennt. Ja, wir gehen nochmal ein bisschen näher dran. Ja, wir haben hier Thor's Hammer unter anderem. Dann die Michael Keaton Batman-Maske. Und noch vieles mehr. Das Schild, das könntet ihr tatsächlich von mir kennen. Aber ja, es ist wirklich toll. Die Maske, die hat es mir hier tatsächlich so ein bisschen angetan. Aber ja, ich muss, glaube ich, schnell gehen. Ja, kurz vorm Rausgehen habe ich hier noch diese Bilder entdeckt hier. Es gibt also nicht nur Batman und Superman und noch viel mehr, sondern es gibt auch He-Man sogar. Fand ich auf jeden Fall auch ganz schön und wollte ich auf jeden Fall nach der Toyplosion auch mal hier gezeigt haben. Ja, neben dem Raum, wo wir gerade waren, gibt es jetzt hier noch einen zweiten Raum. Ich bin gespannt, was uns da noch so alles erwartet. Aber ich finde es hier ganz schön, wie man schon mal begrüßt wird mit einem Spider-Man, der vermutlich, das ist jetzt nur meine Vermutung, von Venom hier eingesponnen worden ist. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was es hier noch alles gibt. Ja, es fängt hier so ein bisschen mit dem Animationsbereich an. Ich hatte euch das vorhin ja schon ein bisschen angeteasert mit Sailor Moon. Ja, und dann haben wir hier natürlich auch One Piece, auch sehr, sehr beliebt in dem Fall. Ich weiß nicht, was das für eine Figur ist. Die sieht ziemlich scary aus da mit ihren Augen. Aber natürlich dann auch sowas wie Dragon Ball mit dabei. Oder halt hier Naruto natürlich auch super beliebt in dem Fall. Und ja, zum Thema Sailor Moon, da wird vielleicht der ein oder andere vielleicht enttäuscht sein. Ich habe mir schon sagen lassen, das ist so leider die einzige Vitrine, die ihr hier seht in dem Fall. Stimmt etwas nicht? Ist vielleicht für Leute, die aufgrund der Flagge sich ein bisschen mehr erwartet haben, vielleicht ein bisschen enttäuschend. Aber dafür gibt es natürlich hier auch nochmal einiges mehr zu sehen.
Und ich sehe hier gerade auch noch was, ja, was so ein bisschen mit dem Thema Kindheit verbunden ist, nämlich Captain Future. Ich wusste gar nicht, dass es da wirklich auch nochmal solche Figuren gab. Und das Ganze natürlich hier begleitet nochmal von verschiedenen Bildern. Jetzt sind wir in einem Bereich, wo es ein bisschen um Politik und Propaganda geht. Denn ja, Comics wurden auch gerade in Krisen- und Kriegszeiten immer mal für Propaganda eingesetzt. Ja, ihr könnt das hier an den verschiedenen Covern unter anderem erkennen. Ja, und wenn man dann hier mal durchgeht, hier finde ich auch wieder wunderschön. Ne, hier sind auch immer die Inhalte mit angegeben an den Wänden. Dann gibt es auch gerade von Captain America ein Motiv. Ja, das ist relativ bekannt und dürften viele Comic-Fans gerade natürlich kennen. Ja, wo Hitler hier von Captain America einen Kinnhaken bekommt. Weiter geht's mit Spielzeug und ja, Lego ist natürlich da gerade ganz groß mit dabei, was das Lizenzgeschäft mit DC, aber auch Marvel betrifft. Und daher habe ich gedacht, gehen wir doch hier einfach mal so ein bisschen lang und schauen uns so ein bisschen die verschiedenen Vitrinen dann in dem Fall mal an. Ja, und diese Roboter hier, anhand von Spider-Man und Green Goblin, die gibt es ja auch unter anderem von Star Wars, kann ich persönlich überhaupt nichts mit anfangen, gerade weil es das Ganze natürlich so in der Form gerade bei Star Wars überhaupt nicht gibt. Aber man muss sagen, hier gibt es schon wirklich ganz, ganz schöne Sachen. Auch hier den Avengers Tower nochmal. Das ist nicht unbedingt das Kleinste, was ihr so kaufen könnt unter anderem. Und dann haben wir dann hier auch nochmal hier dieses Haus, wo dann auch nochmal die verschiedenen Lego-Figuren nochmal in Szene gesetzt worden sind. Avengers-Suppe findet ihr übrigens auch hier im Raum. Also es gibt ja wirklich alles Mögliche im Superheldenbereich. Und dann habe ich hier noch dieses kuriose Ding hier gesehen. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. In diesem Raum hier haben wir jetzt ein wenig Vielfalt. Denn Vielfalt, ja, das spielt in Zukunft auch immer mehr eine Rolle in den Comics, aber auch in verschiedenen Verfilmungen. Ja, und es gibt hier auch wirklich ja, Figuren wie Kamala Khan oder Black Panther, der hier natürlich direkt als Statue im Eingangsbereich steht. Und ja, auch dieses Covermotiv hier ist natürlich absolut stellvertretend dafür. Oder auch hier viele weitere Figuren, die hier einfach mal ausgestellt sind. Damit sind wir am Ende meines Videos zur Superheroes-Ausstellung aus dem NRW-Forum in Düsseldorf. Solltet ihr jetzt auch Lust bekommen haben, die Ausstellung zu besuchen, so habt ihr dann noch die Möglichkeit bis zum 11.05.2025. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal. Vielen Dank und ciao!